So sieht's aus. Mit so einem kleinen, netten, tiny Stove Holzofen an Bord. Mitten im Winter. Ist einfach schon mal sehr, sehr gemütlich, oder? Aber wie alle schönen Sachen hat auch das natürlich seinen Preis. Erstens der Aufwand, so einen Ofen hier auf dem Boot einzubauen, ist ja nicht so ganz ohne. Bei mir war es ja so, dass diese Ecke hier, wo der Ofen jetzt stand, die sah eigentlich so aus wie die, wo ich jetzt gerade sitze. Das heißt, diese Bank hat sich bis da hinten erstreckt. Ich habe 3 Jahre überlegt tatsächlich, wie ich überhaupt eine Idee hatte, wo ich so einen Ofen hinstellen kann. Und dann das alles hier umbauen und so, war Aufwand, keine Frage. Viel Kleinkram auch, der das mit sich bringt. Ich habe den ganzen Bauprozess von der Ecke und von dem Ofen und all den Details, die das mit sich bringt. Und das sind schon so einige. Habe ich in meinem Blog ja sehr ausführlich Bilder geschrieben. Wer daran interessiert ist, an den technischen Dingen, ist eingeladen, sich das dort anzugucken. Und nach so einem Tag, Abend, Betrieb mit diesem Ofen, steht natürlich auch am nächsten Tag ein bisschen Arbeit an. Zu dem täglichen Betrieb von so einem Ofen gehört natürlich dann auch das tägliche, morgendliche oder in diesem Falle mittagliche Aufklaren. Nach so einem Tag Ofenbetrieb ist hier natürlich eine ganze Menge Asche drin. Dazu ziehe ich mir meine guten Ofenhandschuhe hier an. Die Dinger haben sich tatsächlich sehr, sehr gut bewährt, tatsächlich, weil sie nicht nur den Dreck von meinen Händen weghalten, sondern gut gegen Hitze isoliert sind. So, dann habe ich hier unten meinen Asche-Eimer. Den ich jetzt hier aufmache. Und erstmal mache ich wieder zu hier irgendwie. Runter ein paar Mal unten an der Asche-Schublade. An dem Gitter vielmehr, durch das die Asche in die Schublade fällt. So, dann ist da schon ganz gut was nach drin. Da geht aber noch was. Ich mache hier auf und schiebe hier einfach ein bisschen hin und her, so dass die Asche hier durch die Öffnungen in die Asche-Schublade fällt. So, und dann kann ich die Asche-Schublade einfach nehmen, in den Eimer tun. So, ist sie leer, wunderbar. Jetzt könnte ich das natürlich noch mehrfach machen, man kann es sich aber ein bisschen einfacher machen. Und ich habe hier ja extra für diesen Zweck diese kleine Schaufel. Sehr hilfreich. So, dann kann ich hier einfach noch die Asche nehmen und in den Ofen schaufeln. So, Dreck ist jetzt hier natürlich immer noch. Das ist aber kein Problem, weil ich hier direkt in dem Schrank dahinter einen kleinen, schon mittlerweile relativ alten Akkusauger habe. So, und mit dem kriege ich den Dreck, der hier bei so einem Betrieb vom Ofen immer entsteht, das geht gar nicht anders, einfach weg. So, dann habe ich einfach ein Stück Küchenpapier ganz leicht angefeuchtet. Netze das mit ein bisschen Asche und putze damit hier einmal diese Scheibe. So, noch ein zweites. Das war's. Jetzt ist der Ofen fertig für den nächsten Betrieb. Im Alltag ist das eine Sache, die braucht eine Minute, max zwei. So, dann zünden wir den an. Hier habe ich solche Art von Anzündern. Das ist irgendwelche Holz,
Fasern oder was irgendwie, die in Wachs getränkt sind. Davon nehme ich 3 Stück. Pack sie in den Ofen rein. Dann lege ich mir hier so ein Brikett nach Reit. Also zum Anzünden nehme ich gerne diese Pressspan-Briketts hier, weil die relativ schnell anfangen zu brennen. Für den späteren Betrieb nehme ich lieber diese Hartholz-Pressspan-Briketts, weil die ziemlich lange halten, weil ich so ein lang, eigentlich sind die so lang, die kann ich dann immer in 2 Hälften unterteilen und kann dann einfach mit relativ wenig Hitze, relativ wenig Brennstoffverbrauch den Ofen halt über den Tag, über den Abend treiben. So, anzünden. Die Luftzufuhr komplett aufmachen. Klar, weil er muss gerade beim Anheizen gerne ordentlich Hitze schon erzeugen. So, und wir sehen, dass da jetzt schon eine ganze Menge passiert, nur durch diese 3 kleinen Anzünder und die offene Luftzufuhr und durch mein System hier irgendwie oben mit diesem speziellen Abzug, den ich da habe, zieht das Ding einfach sehr gut, zieht der Ofen sehr gut. Wenn ich jetzt die Luftzufuhr mal zumache, sehen wir auch sofort einen Unterschied. Brennt also erheblich weniger. So, jetzt muss ich einfach nur einen Augenblick abwarten, bis das hier wirklich ordentlich brennt und Hitze erzeugt, und dann ist der Ofen an. Tatsächlich, was ich gelernt habe, ist, ich habe zu Anfang zu wenig Luft gegeben. Übrigens auch interessant, jetzt schon nach, was waren es jetzt, 2 Minuten oder so, fängt dieser Ventilator, der ja ohne externe Stromzufuhr übrigens läuft, fängt schon an zu drehen. Dazu auch noch ganz kurz gesagt, das ist jetzt ein anderer, als ich ursprünglich empfohlen habe. Den Link packe ich auch noch mal in die Videobeschreibung und den Link in meinem Blog werde ich entsprechend aktualisieren, weil der Markenofenventilator, den ich da empfohlen hatte, war ehrlich gesagt ziemlicher Shit, weil der ab einer bestimmten Drehzahl ganz unangenehme Geräusche gemacht hat. Und das hier ist einer, der die Hälfte kostet und tatsächlich den man fast nicht hört. Jedenfalls war ich bei der Luftzufuhr, gerade beim Anzündvorgang, da hatte ich zu Anfang immer eigentlich zu wenig, weil ich gedacht habe, na, ich will lieber irgendwie den Brennstoff sparen, dass er einfach nicht so schnell verbraucht wird. Blödsinn, gerade am Anfang muss der Ofen schon möglichst heiß brennen, damit Rauch, Ruß, Abgas so gut wie möglich verbrannt bzw. reduziert wird. Das sehe ich dann tatsächlich oben am Ausgang, das zeige ich euch noch nachher, ob ich da Dreck einfach habe an meinem Abzug, an meinem Ofenrohr oder vielleicht sogar auf dem Schiff oder nicht. Wenn ich den mit ganz offener Luftzufuhr anzünde, er möglichst heiß ist, dann verbrennt das Ganze einfach deutlich sauberer und ich habe oben auch keine Spuren. Dann noch 1-2 Worte zur Konstruktion, die ich hier gebaut habe bzw. durch Insa habe bauen lassen. Hat sich tatsächlich alles sehr, sehr gut bewährt. Der Tiny Stove steht hier auf diesem Podest. Unter dem Podest ist Platz für Anzünder, für Anzündholz und Krams. Das ist sehr gut. Dahinter das Holz, das habt ihr auch schon gesehen, funktioniert sehr gut. Ich habe natürlich noch mehr von diesen Briketts, die lagern aber woanders. Was sich wirklich bewährt hat, ist diese Hitzeschutzmatte hier. Weil es passiert tatsächlich immer mal. Man macht die Ofentür auf, ich mache die Ofentür auf, leg was nach, tüdel da irgendwie ein bisschen mit der Schaufel drin rum.
Und dann fällt einfach heißes Material aus dem Ofen, obwohl er hier so eine Kante hat, die das zum großen Teil verhindert. Aber manchmal bin ich ungeschickt oder irgendwas und dann fällt Material halt irgendwie rauf. Ist teilweise richtig heiß noch, wenn das direkt aufs Holz fallen würde. Offensichtlich ist doof. Das verhindert diese Matte und die hält das problemlos aus. Das ist sehr gut. Bisschen witzig ist, als ich sie aufgebracht habe, war sie ganz plan, ganz glatt. Jetzt durch die Hitzeeinwirkung oder sowas hat sie sich wahrscheinlich so ein bisschen ausgedehnt, weswegen sie jetzt hier Blasen wirft. Das werde ich also nochmal abmachen und neu ankleben müssen. Das Ankleben übrigens habe ich hier mit diesem durchsichtigen, doppelseitigen Klebeband gemacht. Das ist echt ein cooles Zeug, weil dieses Material hier ist total schwer zu kleben, weil das auf der Unterseite gerade auch so ein Silikon ist irgendwie und eigentlich hält da kein Kleber vernünftig da drauf. Und auch das Zeug hier hat es nicht einfach. Es hält aber genug tatsächlich. Es hält genug, so dass ich habe das hier nur außen drumherum mit diesem Zeug angeklebt und das hält. So, Punkt. Was ich noch nachträglich gemacht habe, dieses Material auch hier unten aufgebracht, weil es mir auch passiert ist, dass Zeug runtergepurzelt ist, hierauf. So, dann habe ich hier tatsächlich auf dem Holz einen kleinen Brandfleck. Habe ich gedacht, das ist auch doof irgendwie. Dann investiere ich lieber nochmal. Diese Hitzeschutzmatte ist schon ziemlich teuer. Irgendwie halber Quadratmeter. 50 Euro oder so. Aber sie ist halt wirklich sehr gut und hat den Vorteil, dass man sie einfach perfekt auf das Maß, was man braucht, zuschneiden kann. Dieser Tiny Stove hier von Andres aus der Schweiz übrigens, der baut diese Öfchen hier tatsächlich händisch. Ja. Eine Person macht das, das ist schon cool. Also er ist nicht nur meinem Empfinden nach sehr, sehr hochwertig tatsächlich. Sieht schön aus, fühlt sich alles sehr wertig an und man merkt, dass er sich mit den Themen auch auseinandergesetzt hat, weil die Luftzufuhr funktioniert sehr gut, die Scheiben hinter der Lüftung funktioniert sehr gut. Man sieht hier immer schön, wie er brennt. Also die Scheibe wird fast nie dreckig. Das ist schon alles sehr gut. Und man muss sagen, man ist erstaunt, wie sehr dieses kleine Öfchen hier heizt. Wenn ich den einfach so ab mittags oder morgens in Betrieb habe und immer so den Tag über mal ein bisschen was nachlege, so dass er immer so ein bisschen brennt, so dann habe ich auch bei einer Außentemperatur von irgendwie 3 Grad, 2 Grad oder sowas, ohne dass ich eine zusätzliche Heizung habe. Hier im Salon in dieser ganzen Area und wenn ich die Tür da aufmache, auch in der Vorderkoje, nur schickt 22, 23 Grad. Ja? Wenn ich den richtig anheizen würde, dergestalt, dass ich mehr Brennstoff einfach nachlege, als für den grundsätzlichen Betrieb immer notwendig ist, könnte ich hier locker über 24 Grad haben. So. Es ist eine trockene Wärme. Eine schöne Strahlwärme, das fühlt sich gut an einfach. Also ich sitze jetzt hier unten einfach auch sehr gerne und sehr viel direkt vorm Ofen. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Nun ist dieses Boot natürlich auch recht gut isoliert tatsächlich. Vorher hatte ich ja auch mit meiner Dieselheizung, meiner Bastu, die ich natürlich auch immer noch habe und die in der Nacht zum Beispiel auf 18 Grad eingestellt ist und dann einfach mal einspringt, damit das Boot nicht so auskühlt. Also mit dieser habe ich ja auch locker das ganze Boot auch bei minus 10 Grad Außentemperatur beheizen können. Überhaupt kein Problem. Der Ofen hier ist spezifiziert mit irgendwie, ich glaube, 3,5 kW Heizleistung. Und ich hatte ja, als ich mit diesem Projekt angefangen habe, mir das alles so zu überlegen, habe ich auch durchaus andere Öfen, hatte ich ja auch erzählt in meinem Blog, mir angeguckt. Es gibt wunderschöne Öfen aus England beispielsweise. Die sind aber alle eine Ecke größer, schwerer
und haben mehr Heizleistung. Da reden wir von 5 kW. Das wäre einfach tatsächlich zu viel. Diese Öfen kann man praktisch gar nicht so klein betreiben, als dass sie hier nicht zu viel heizen. Übrigens, das eine Brikett, was ich da vorhin zum Anzünden reingepackt habe, das ist jetzt 40 Minuten her und ihr seht, es brennt halt immer noch und es ist auch tatsächlich immer noch Material da. Ein so ein Brikett, Weichholz, hält dann, wenn der Ofen heißer ist, ein bisschen kürzer, aber so bummelig eine halbe Stunde und das gilt für die Hälfte von so einem Hartholzbrikett. Mindestens auch, das ist halt eher noch ein Tick länger. Ich mag das Hartholzbrikett ein bisschen lieber, weil es weniger krümelig ist und weil es eine bessere, härtere Glut erzeugt, die dann wiederum noch länger hält als die Glut von dem Weichholzbrikett. Dann möchte ich euch jetzt noch mal zeigen, wie es denn draußen am Ofenrohr Schornstein Abzug nach, wie lange habe ich das denn jetzt im Betrieb, 3 Wochen oder sowas, intensiven Betrieb aussieht. Hier ist also mein Rotovent Dragon, heißt das Ding, der sich hier immer so schön hin und her dreht. Und ihr seht das hier drin, das ist schon sehr schwarz. Also, da oben ist er schon sehr schwarz. Das muss uns jetzt aber nicht dringend stören. Ein bisschen verdreckt war das hier auch. Das habe ich jetzt in der Zwischenzeit einmal halt geputzt. Aber das ja, das ist natürlich nicht schön. Was? Witzigerweise daher kommt, ich habe diese Stellen einmal mit Terpentin abgerieben und das Terpentin hat wohl irgendwie eine Oberflächenbeschichtung abgetragen und deswegen fängt jetzt das Ofenrohr an zu rosten. Das werde ich also mal zu gegebener Zeit austauschen müssen. Ansonsten sehen wir hier ein bisschen Dreckspuren hier unten, aber auch nur deswegen, weil ich es gerade geputzt habe. Manchmal habe ich auch ein paar Spuren hier oder hier so ein bisschen. Das bringt das einfach auch mit sich, weil ich hier halt nur einen halben Meter Ofenrohr draußen habe. Und es ist kein wirkliches Problem, weil ich kriege sehr schnell weggeputzt mit diesem Mittel hier, BS1 hieß das mal, das heißt jetzt mittlerweile anders. Link werde ich euch in der Videobeschreibung notieren. Und danach poliere ich das, beziehungsweise wachs es ein mit diesem Zeug hier. Cell Park Proof ist. Und mit dieser Kombination funktioniert das tatsächlich ganz gut. Also wenn es verdreckt ist, kriege ich es halt mit diesem BS1 Zeugs, heißt wie gesagt mittlerweile anders, sehr einfach ab. Und üblicherweise ist es halt so, tatsächlich so, nachdem ich das mit diesem Sealer versiegelt habe, haftet der Dreck auch nicht übermäßig auf dem Deck. Das heißt, wenn dann der nächste Regen kommt, spült es das eigentlich immer weg. Oder wenn nicht, kann ich da mal mit einem Stück Küchenpapier oder Tuch oder was einmal drüber wischen und dann ist es auch weg. Also dieses BS1-Zeug ist nur für die wirklich hartnäckigen, eingetrockneten Sachen. Also es ist aber im Alltag für mich kein wirkliches Problem, weil nachdem ich herausgefunden habe, dass so ein Ofen möglichst heiß betrieben werden soll, oder vielmehr je heißer er ist, desto weniger Dreck erzeugt er, einfach seitdem habe ich auch wenig Spuren auf dem Deck.
Und auf anderen Dachboden, die hier vor und hinter mir liegen, oder selbst wenn eins neben mir liegen würde, wäre nichts. Da kommt also nichts hin. Ich habe wirklich nur in einem Umkreis von, sage ich mal, 30, 40 Zentimeter um das Ofenrohr drumherum, habe ich mal irgendwelche Spuren. Mit größerem Abstand einfach nicht. Das heißt, selbst in einem Hafen, wenn rechts, links neben mir einer liegen würde, würde nichts passieren, meiner bisherigen Erfahrung nach. Heißt nicht unbedingt, dass ich es in einem dicht gepackten Hafen betreiben würde, aber das Problem wird man ja über Winter üblicherweise auch nicht haben. Aber was ist schon das bisschen tägliche Arbeit, wenn man dann dafür das hier hat? Ich stelle mir vor, ich wäre jetzt irgendwo in der Ostsee auf einem netten Ankerplatz. Draußen ist es unter Null. Es schneit idealerweise. Ganz so ist es jetzt noch nicht. Ich bin in einem Binnenhafen von einem Sperrwerk eingesperrt jetzt noch. Ankern ist erstmal nicht. Aber wer weiß, im Februar, im März, vielleicht ergibt sich ja nochmal so eine Gelegenheit, wie auch immer. Ich habe diesen Ofen jeden Tag an. Ich gucke ihn jeden Tag an und sage, boah, wie geil. Die Arbeit hat sich wirklich, wirklich, wirklich gelohnt. Ich bin darüber sehr glücklich und möchte ihn auf keinen Fall missen. Und wer daran interessiert ist, so eine Art Projekt bei sich auf dem Boot, auf dem Camper, in einem Tiny House, wo auch immer, zu realisieren, sei nochmal auf meine Artikelserie in meinem Blog verwiesen. Habe ich alles im Detail beschrieben, wie ich es umgesetzt habe, was ich mir überlegt habe, welche Teile ich benutzt habe. Davon kann man sich, glaube ich, ganz gut inspirieren lassen. So, und wenn ich mir vorstelle, die Alternative wäre, dass mein Boot jetzt irgendwo in der Halle steht, ungenutzt. Schon klar, die meisten machen das so und haben auch ihre Gründe, keine Frage. Aber ich finde es schon ganz gut, mein Boot hier über Winter so schön nutzen zu können. In diesem Sinne, es ist 2 Tage vor Silvester, kommt gut rein, habt ein wunderbares Jahr 2024 mit schönen Touren, schönen Erlebnissen auf dem Boot, im Camper, in irgendeiner Hütte, im Wald, wo auch immer. Also, bis dann.